Hallo liebe Besucher meines Kanals, ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu meinem Handarbeitspodcast. Podcast ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, das ist ja eher etwas Auditives, also zu meinem Kreativvideo. Wie jede Woche freitags um 17 Uhr wird mein Video hochgeladen und ihr könnt am Live-Chat teilnehmen, so auch heute. Allerdings wird das Video heute nicht so sehr lange dauern, denn ich habe in der letzten Woche zwar ein paar Sachen hergestellt, aber es ist insgesamt nicht so sehr viel geworden. Zunächst zu meinem Tee. Ich habe heute aus meinem Garten noch ein paar Holunderblüten bringen können. Der Holunder, der ist nämlich jetzt fast durch und an manchen Stellen fand ich noch ein paar Blüten, nämlich da, wo es etwas schattig ist. Und dann habe ich zu den Holunderblüten auch noch eine Scheibe Bio-Zitrone und Apfel dazu gegeben. Dieses Getränk trinke ich sehr gerne heiß, denn ich bin eigentlich ein Heißtrinker. Ich habe mir eine Tasse rausgesucht. Da habe ich einige von in meinem Schrank, die ich auch selbst irgendwann einmal bemalt habe. So, alles, was ich euch in die Kamera halte, ist Werbung. Könnt ihr euch dazu bewegen, dass ihr selbst etwas kauft, aber die Werbung ist unbeauftragt und wird nicht von jemandem bezahlt. Diese Tasse, das ist eine Rosenthal-Tasse, Klassik Rose, und die hatte ich vor vielen, vielen Jahren, wie gesagt, in Porzellanmalerei gestaltet. Ich will mal drunter gucken, manchmal habe ich auch das Datum drunter geschrieben, aber in diesem Fall hier nicht. Also in die Tasse schütte ich mir jetzt den köstlichen Tee ein. Und werde ab und zu einen Schluck nehmen, damit meine Stimme wieder geölt wird. So, ich musste ein Sieb aus der Küche herbringen, weil hier diese Kanne, die hat ja keinen Zylinder, mit dem ich also die Kräuter nach unten stoßen könnte. Ja, was habe ich diese Woche hergestellt? Also einmal, das haben vielleicht viele von euch schon gesehen, habe ich die Granny Square Tasche gehäkelt und habe auch eine Stofftasche als Futter eingenäht. Wer wissen will, wie ich diese Tasche gemacht habe und aus welchem Material, der kann sich das Video von der letzten Woche nochmal ansehen. Aber das hat schon ziemlich viel Zeit gebraucht, sodass ich für andere Sachen nicht mehr viel Zeit hatte. Trotzdem, ich habe noch meinen One Row Lace Scarf fertig gestrickt. Schaut mal, ein sehr schönes sommerliches Teil. Die Wolle gefällt mir so sehr gut. Das ist ja die japanische Wolle, die einen großen, Noro-Wolle, die einen großen Seidenanteil hat. Also ich glaube Seide und Baumwolle. So, das Muster, das habe ich gefunden bei torbit.blogspot. Das werde ich euch einblenden oben. Ich finde, das Muster macht unheimlich viel Spaß, weil man braucht sich ja nur einen Chart, also einen Rapport zu merken. Und der Rapport, der besteht immer aus, ich glaube, 6 Maschen, müsste ich nochmal nachgucken. Nein, 4 Maschen, genau 4 Maschen. Und 4 Maschen kann ich mir also ganz gut merken. Passt nicht so gut hier auf das Kleid. Aber gestern Abend saß ich mit meinem Mann auf der Terrasse und da war es etwas kühl. Da hatte ich so ein Jeanskleid angehabt
ohne Ärmel. Und dann habe ich ja an dem Schal fertig gehäkelt und habe den fertigen Schal mir dann oben über die Schulter gelegt und war ganz angetan, wie schön der gewärmt hat. Also für kühle Sommerabende genau das Richtige. Ich blende, wie gesagt, ein, wo ich das Muster her habe, sodass ihr den Schal nacharbeiten könnt. Ja. Das ist das zweite Teil, was ich diese Woche fertiggestellt habe. Und dann habe ich einige Fotos in meinem Garten geschossen und habe dann für meine liebe Freundin, die auch in diesem Monat Geburtstag hat, genauso wie ich, da danke ich übrigens für die vielen Geburtstagsgrüße, die ihr mir unter dem Video dagelassen habt. Und wie gesagt, meine Freundin ist diesen Monat auch dran. Und da habe ich ihr einen Tischkalender gestaltet. Und zwar habe ich den ausdrucken lassen bei DM Markt. Schaut mal, das sind die Blumen in meinem Garten. Da habe ich ein paar nette Fotos gemacht. Und so hat sie jetzt also einen Tischkalender. Ja, jetzt fällt es mir hier schwer, den zu blättern. Ich will ja auch den, so, schaut mal hier, meinen Fingerhut. Der wächst jetzt in voller Blüte, ganz toll. Ja, ich nehme an, dass also auch im Juli die Blüte noch da sein wird. Der hält sich ja ziemlich lange. Ja, dann gibt es noch ein paar andere. Also da war ich ja selber nicht so sehr kreativ, aber schaut mal, passt heute zu meinem Tee. Holunderblüten habe ich ja auch getrocknet und im November wird man den Holunderblütentee dann auch genießen können. Ja, das war eine Sache, da war ich also erst einmal in meinem Garten unterwegs, habe schöne Motive gesucht. Und dann musste ich ja auch den Kalender noch wieder abholen. Das ging übrigens ratzfatz und ich bin damit sehr zufrieden. Und auch für wenig Geld, finde ich. Also ich finde, dass der Kalender, also den man da selber mit seinen eigenen Fotos gestalten kann, doch recht kostengünstig ist. Mein Tee schmeckt sehr gut. Ich finde, das Aroma der Holunderblüten, das schmeckt jetzt im Moment stark durch, mehr als bei den letzten Tees, die ich aufgegossen habe. Kommt vielleicht darauf an, wie stark die Blüte da schon durch ist. Also hier die Blüten, die habe ich ja kurz vor dem Bilden der Früchte eben gepflückt. Ja, dann habe ich diese Woche ein bisschen Pech gehabt. Ich habe einen Wäschebeutel, ich will nicht sagen Kulturbeutel, weil die Deutschen haben ja nicht ihre Kultur im Beutel, also einen Kosmetikbeutel für meine Freundin genäht, als zweites Geschenk, also zu dem Tischkalender. Dann habe ich auch Videos gedreht. Und als ich die gestern dann hochladen wollte in meinem Videoprogramm, stellte ich fest, dass also ich ganz häufig auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatte, wenn mein Mann reinkam. Und wenn er wieder rausgegangen ist, habe ich das Video wieder ausgestellt. Und insofern gab es also nichts zum Hochladen. Das Einzige, was ich hochladen konnte, was also fehlerfrei war, das waren die Granny Squares, die ich verwendet habe. Und ich werde euch gleich diese beiden Videos von den Granny Squares, die ich verwendet habe, die werde ich euch noch im Anschluss an heute mein Kreativvideo hochladen, sodass ihr die schon mal herstellen könnt. Und ich will mal sehen, ob ich noch mal eine Kulturtasche nähen
will von einem anderen Stoff. Und dann müsst ihr mir eben nachsehen. Ich will ja die Tasche nicht doppelt haben. Und ich finde, soll ja auch individuell und soll ja auch ein Unikat sein. Also die hier werde ich verschenken, aber ich zeige sie euch heute mal in die Kamera. So, das ist also die Kosmetiktasche für meine Freundin. Ich habe auf jeder Seite 3 Granny Squares gehäkelt. Die habe ich dann nachher auf den Außenstoff aufgebügelt erst einmal mit einem Bügelvlies. Und dann habe ich hier aus einem Bastelladen Borten angenäht, sodass, also mir gefällt sie jedenfalls. So, und als an den Zipper habe ich dann eins von meinen schönen Käferchen geheftet. Ich drehe es mal rum, sieht von der anderen Seite ein bisschen anders aus, weil ich keine 2 gleichen Borten hatte. Ja, wenn ich euch die Innenseite noch mal zeigen darf. Also innen hat der Beutel noch eine kleine Seitentasche. Ich glaube, meine Freundin kann den Beutel recht gut gebrauchen, denn sie hat mir erzählt, dass sie noch etwas vorhat und da kann sie den sehr schön mitnehmen. Dadurch kam ich auch auf die Idee. Ja, dann habe ich mir schon mal ein paar Knäuelwolle zurechtgelegt. Leider habe ich sie jetzt nicht hier liegen, aber macht ja nichts, ihr könnt es mir glauben. Und zwar nehme ich teil an einem Adventskalender, also Kal, K-A-L, soll also heißen Knit Along. Und zwar stricke ich mit der Designerin Jenny Rusch. Ich glaube, sie heißt Ruschinski, ich weiß es aber nicht genau. Jedenfalls, also ich blende euch das auch ein, ihren Kanal ein. Sie hat also einen YouTube-Kanal, wo ich mir sehr oft die Videos anschaue. Und sie hat aufgerufen, ab jetzt jede Woche einen kleinen Handschuh zu stricken, der dann an eine Schnur gehängt wird. Und sie hat ausgerechnet, dass man ab jetzt, also ab dieser Woche, auf die richtige Anzahl der Handschuhe kommt. Und da mache ich auf jeden Fall mit. Und ist so ein Tipp von mir. Ich zeige euch, auf welcher Seite ihr ihre Internetadresse findet. Also ich glaube, ich habe mir dann die Anleitung für die Handschuhe auf Revelry runtergeladen. Für recht wenig Geld. Also sie hat 3 Größen angegeben. Einmal einen kleinen Handschuh, einen mittleren und einen etwas größeren. Und ja, sie schlägt vor, dass man auch verschiedene Größen nehmen könnte. Für die Adventssonntage vielleicht einen etwas größeren. Und für die anderen Adventtage eben die kleineren, um sie dann danach zu befüllen. Ich finde die Idee also ganz reizend. Und ich habe gestern gesehen auf ihrem Kanal, bei Instagram hat sie sogar auch einen Teil vorgemacht. Und zwar hat sie iCords gestrickt. Und die braucht man auch für diese kleinen Handschuhe. In der nächsten Woche, da werde ich euch sicher schon mal 2 von meinen Handschuhen zeigen können. Und wer Lust hat, kann ja da auch noch mitmachen. Sie hat auch einen Instagram-Account angegeben, einen Hashtag, wo man seine Handschuhe dann vorstellen kann. Und das finde ich eigentlich eine schöne Idee.
Und vor allen Dingen so einen Handschuh pro Woche, das schafft man ja ganz leicht. So, für heute bin ich fertig. Ich habe leider nichts mehr vorzustellen. Ich habe einige UFOs noch fertigzustellen, aber da bin ich auch keinen Schritt weiter gekommen. Und ja, bei der Hitze seid ihr vielleicht ganz froh, wenn ihr mal ein kurzes Video seht. Beim nächsten Mal wird es wieder etwas länger, verspreche ich euch. Und ich wünsche euch jetzt ich habe noch eine Sache vergessen. Also bei meiner Abonnentenzahl, die ist kurz vor 3000 und bei einer Abonnentenzahl von 3000 werde ich auf jeden Fall eine Verlosung wieder machen. Und ja, wenn ihr möchtet, dass es schnell zu einer Verlosung kommt, dann empfehlt meinen Kanal weiter. Lasst mir bitte einen Daumen da. Und wer ihn noch nicht abonniert hat, dem rate ich, lasst ein Abo da, damit ich ganz schnell auf eine Zahl von 3000 komme. Zunächst zeige ich euch, wie ich diese Granny Square segle, die ich für den Kulturbeutel oder die Kosmetiktasche, wir haben ja nicht die Kultur im Beutel, sondern Kosmetikartikel, wie ich die also herstelle. Und zwar habe ich hier Garn von Schachemeier in 5 verschiedenen Farben. Ich werde nicht für die Werbung bezahlt. Also die Werbung ist unbeauftragt, aber trotzdem zeige ich euch, welches Garn ich verwende. Also Schachemeier Catania, 50 Gramm Knäuel und ich häkele mit der Häkelnadel Nummer 3. Zunächst fange ich an mit Rosa. Ich lege das hier mal zum Vergleich hier in die Kamera. Also mit Rosa. Beginn ist der Fadenring. Ich lege das Ende des Fadens in die Handfläche, in die innere Handfläche, wickel den Faden hier einmal um die Hand und lege den Faden hier hinten über Kreuz. So, dann gehe ich mit der Häkelnadel unter das Kreuz, hier ganz oben rechts, hole hier den Faden und mache hier eine Luftmasche. Dann drehe ich den Fadenring um, sodass das Ende hier nach links schaut. Und ich immer an dem Ende ziehen kann, um den Ring kleiner zu ziehen. Ich halte den Ring hier mit dem Daumen und dem Mittelfinger fest und hake auch den Ringfinger hier in den Ring, damit das schön fest ist und mache zunächst 3 Steigeluftmaschen. Es kommen immer Gruppen von 3 Stäbchen in den Ring und hier diese 3 Luftmaschen sind schon mal das oder bedeuten das erste Stäbchen. Jetzt kommen noch 2 Stäbchen in den Fadenring. Das heißt, die erste Dreiergruppe ist schon fertig. Ich ziehe den Ring etwas weiter zu, dann lässt es sich einfacher häkeln. Nach der Dreiergruppe kommen 2 Luftmaschen. Die nächste Dreiergruppe. 1. Drei.
und 2 Luftmaschen. Ich ziehe wieder etwas weiter zu. Die nächste Dreiergruppe. Eins, zwei, drei, jetzt habe ich schon 3 Dreiergruppen, mache jetzt hier wieder 2 Luftmaschen und häkle die 4. Dreiergruppe in diesen Ring. Die erste Runde ist fast fertig. Sie wird geschlossen mit einem halben Stäbchen. Statt der 2 Luftmaschen, die immer dazwischen sind, wird in jeder, ja, nach jeder 4. Dreiergruppe, also immer wenn eine neue Runde beginnt, wird geschlossen mit einem halben Stäbchen. Ich ziehe hier jetzt den Fadenring zu, mache hier das halbe Stäbchen genau hier in diese Lücke zwischen dem ersten und zweiten, also zwischen den Steige-Luftmaschen und dem ersten Stäbchen, ein halbes Stäbchen zum Schließen der Runde. So wird jede Runde geschlossen. Jetzt brauche ich die nächste Farbe. Wie ihr seht, ist es lila. Das heißt, ich kann hier den rosa Faden abschneiden. Jetzt nehme ich lila und mache die Steige-Luftmaschen aus diesem lila Faden. 1, 2, 3. Ich muss unten feste zuziehen. Dann halte ich den lila Anfang und das Ende von dem rosa Faden mit hier in diese Häkelarbeit, damit ich das ein bisschen versäubere. Also das heißt, ich will diese Fäden dort ein wenig mit einhäkeln. Steige Luftmaschen, jetzt folgen noch 2 Stäbchen in das Loch unter den Steige Luftmaschen. Und dann habe ich schon die erste Dreiergruppe von der nächsten Runde gehäkelt. Jetzt gehe ich in die nächste Ecke, das ist also die nach den 3 Stäbchen, und mache da 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Es folgt die zweite Ecke. Das ist also, das war die erste Ecke, die ist ja nur halb, dann die zweite Ecke und jetzt folgt die dritte. Entschuldigung, ich hatte die Anzahl der Ecken falsch benannt. So, also 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Und wieder 3 Stäbchen.
Die dritte Ecke ist fertig. Jetzt kommen wir an die vierte Ecke. Drei Stäbchen. Zwei Luftmaschen, drei Stäbchen. Danach vervollständige ich die erste Ecke. Die ist ja nur halb gehäkelt. Also hier seht ihr, da sind die drei Steigeluftmaschen und die zwei Stäbchen. Und in diese Ecke kommen aber jetzt noch drei Stäbchen. Und dann wird die Runde geschlossen, aber nicht mit zwei Luftmaschen, sondern mit einem halben Stäbchen. So, jetzt ein halbes Stäbchen. Da wird der Faden einmal um die Häkelnadel genommen, dann häkelt man hier genau in die Lücke zwischen den Luftmaschen und dem ersten Stäbchen, holt den Faden einmal und zieht den Faden durch alle drei Schlaufen durch. Und schon ist die Ecke fertig. Ich schneide die Farbe ab und nehme die nächste Farbe, das ist jetzt weiß. Mit Weiß häkle ich jetzt die ersten drei Luftmaschen, die Steigeluftmaschen, ziehe hier das lila Ende etwas fester und mache in die erste Ecke, das ist also genau hier unter den Steigeluftmaschen, noch die zwei Stäbchen. Das ist jetzt die halbe Ecke, die halbe erste Ecke von dem Quadrat. So, normalerweise müsste ich jetzt hier wieder einhäkeln, aber ich will ja nachher die grüne Farbe einhäkeln und deswegen mache ich jetzt drei Luftmaschen und gehe sofort mit Überspringen dieser Lücke, die hier entstanden ist, in die nächste Ecke und häkele die Ecke. Also drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, und wieder drei Stäbchen. Jetzt überspringe ich hier diese Lücke, indem ich hier mit der weißen Farbe drei Luftmaschen häkele. Dann gehe ich in die nächste Ecke, das ist ja die dritte Ecke, und mache wieder drei Stäbchen, zwei Luftmaschen. Und drei Stäbchen. Es folgen hier drei Luftmaschen, weil ich in die nächste Ecke möchte und hier diese Lücke überspringe. Die behalte ich mir für das grüne Garn vor und bei der vierten Ecke wieder drei Luftmaschen, drei
Stäbchen, Entschuldigung, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Drei Luftmaschen und es geht an die Vervollständigung hier von der ersten Ecke, also 3 Stäbchen, 1/2 Stäbchen, um die Ecke zu schließen, also hier, um die Runde zu schließen. So, den weißen Faden schneide ich jetzt wieder ab, ziehe hier die Schlaufe etwas größer, damit die nicht aufgeht beim Häkeln. Und jetzt häkele ich hier in diese Lücken das grüne Garn. Und zwar mache ich das euch vor. Ich gehe hier in die Lücke und hole mir den grünen Faden nach vorne. So, halte hier hinten fest und mache 3 Steige Luftmaschen. Und häkele jetzt noch hier in dieser Lücke 2 Stäbchen. Und zwar hier vor dem Weißen, damit die weißen Luftmaschen hinten bleiben. Also hier noch 2 Stäbchen. Vor die weißen Luftmaschen. So, jetzt folgen 3 Luftmaschen. Dann gehe ich hinter dieser weißen Ecke her, halte die Schlaufe fest, gehe hier in die Lücke und hole den grünen Faden hier durch die Lücke nach vorne. Mache 3 Steigeluftmaschen und häkle noch 2 Stäbchen vor dem Weißen in diese Lücke. Man muss hier ziemlich locker häkeln. Wenn man das nicht kann, macht man lieber statt 3, 4 Luftmaschen. Also 3 Luftmaschen. Ich häkel ja ziemlich locker. Dann lasse ich das los. Gehe hier in die nächste Lücke und hole mir den grünen Faden durch die Lücke und mache hier 3 Steigeluftmaschen. Und danach noch 2 Stäbchen in diese Lücke, allerdings vor der Luftmaschenkette der Weißen. So, noch einmal 3 Luftmaschen, schön locker, oder 4, wenn man festhäkelt. Dann geht man hier in die Lücke, holt sich den grünen Faden durch die Lücke und macht 3 Steigeluftmaschen. 1, 2, 3
und häkelt noch zwei Stäbchen hier in diese Lücke, allerdings vor diesen Luftmaschen in der weißen Farbe. Also eine, zwei, so, jetzt wieder drei Luftmaschen. Dann gehe ich hinter der Arbeit her und mache hier eine Verbindung zu dem ersten Grünen, indem ich einfach nur eine Kettmasche da rein häkele. Hier also einfach den Faden holen, eine Kettmasche, noch einmal durchziehen, Faden abschneiden und rausziehen. So. Damit sind jetzt die vier grünen Teile gehäkelt. Und jetzt geht es weiter mit dem Pink. Hier hatte ich ja den Faden etwas länger gezogen. Jetzt nehme ich das pinkfarbene Garn und häkel zunächst drei Steigeluftmaschen. Hier den Faden fest, so den weißen, und jetzt kommt hier in diese Ecke, in diese Lücke, kommt wieder die Hälfte der Dreiergruppe, also die drei Steigeluftmaschen und noch zwei Stäbchen. Das ist die Hälfte der ersten Ecke. So, jetzt häkele ich hier vor dem Grünen und nach dem Grünen eine Dreiergruppe rein. Also vor dem Grünen eine Dreiergruppe und nach dem Grünen. Also zwei solcher Dreiergruppen an die Seiten des Quadrats und jetzt kommt wieder eine Ecke. Drei Stäbchen zwei Luftmaschen drei Stäbchen. Wieder vor dem Grünen drei Stäbchen. Und nach dem Grünen drei Stäbchen. Folgt die nächste Ecke. So häkel ich weiter, bis ich ein zweites Quadrat habe, das genauso aussieht wie das. Und wie die dann aneinander gehäkelt werden, das zeige ich euch gleich.
Wie ihr seht, habe ich schon zwei Quadrate aneinander gehäkelt und ich zeige euch jetzt, wie es geht mit dem dritten Quadrat. Das dritte Quadrat habe ich soweit fertig, dass von der letzten Runde drei Seiten gehäkelt sind. Und jetzt bin ich hier an der letzten Ecke angekommen, an der vierten, und häkele jetzt die beiden Quadrate in einem Zug zusammen. Also hier zwei Luftmaschen, so wie bei jeder Ecke. Dann mache ich ein Stäbchen. Nach dem Stäbchen suche ich mir das erste Stäbchen hier von diesem Quadrat aus, gehe mit der Häkelnadel durch die Lücke und hole den Faden hier durch. Und zwar hier direkt mit dieser Schlaufe. So, wenn das passiert ist, häkele ich die zwei Stäbchen aus der Gruppe, die noch fehlen. So, also eins, zwei Stäbchen. So, jetzt muss ich ja eine Dreiergruppe machen vor dem Grünen. Da mache ich das erste Stäbchen. Suche mir das erste Stäbchen hier aus dieser, aus dem anderen Quadrat hier vor der Grünen. Hier liegt es, da, damit ihr es gut sehen könnt, lasse ich es vielleicht mal hier etwas tiefer. Dann nehme ich mir hier einen Faden durch. Häkel den hier in die Schlaufe und mache dann noch die anderen beiden Stäbchen vor dem Grünen. So, jetzt folgt die Gruppe nach dem Grünen. Also das erste Stäbchen. Dann suche ich mir hier im Quadrat nach dem Grünen das erste Stäbchen. Das ist ja dieses hier. Ziehe, hol mir den Faden hier auf die andere Seite. Ziehe den Faden hier durch die Schlaufe. Und häkel einfach die Gruppe fertig. Da fehlen ja jetzt hier noch zwei Stäbchen in der Gruppe. So. Dann gehe ich in die Ecke. Das ist ja die erste Ecke, die ich vervollständigen muss. Also ein Stäbchen. Dann suche ich mir das erste Stäbchen aus der Gruppe hier aus. Hol mir den Faden durch. Ziehe den hier rein und mache die nächsten beiden Stäbchen in der Gruppe. Und schließe die Runde mit einem halben Stäbchen, so wie immer. Hier wird jetzt der Faden durchgezogen, abgeschnitten, durchgezogen. Und ihr seht, das nächste Quadrat ist angehäkelt. So, ich vernähe die Fäden nicht. Ich lege die alle auf die Rückseite und bügele nachher die drei Quadrate auf dem Stoff mit einem Klebevlies fest, sodass die Fäden gesichert sind und nicht mehr aufgehen. Also ich lege die alle nach hinten und bügel die nachher auf den Stoff. Und dann wird es noch genäht. Dann kann nichts passieren.
So, jetzt mache ich noch die andere Gruppe und dann zeige ich euch, wie ich das Täschchen nähe. So, und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bis nächste Woche und ich zeige es euch wieder in die Kamera. Haltet durch, bis wieder Freitag ist. Oder haltet durch, es ist bald wieder Freitag. Tschüss, eure Elisa.